Moin Skatfreunde, ein schöner, herrlicher, sonniger Freitag und dennoch soll natürlich auch unser Skat-Rätsel nicht zu kurz kommen. Wir steigen direkt ein und sehen heute frisch rausgekommen, hart am Wind, ein Rätsel der etwas leichteren Schwierigkeit. Aber tatsächlich, ich habe diese Partie bei der Hamburger Mannschaftsmeisterschaft gespielt vor einigen Monaten und habe es am Tisch nicht hinbekommen. Dafür war die Situation vielleicht ein bisschen zu ungewöhnlich, dafür vielleicht ein bisschen zu kurz nachgedacht. Schaut gerne mal in das Rätsel rein. Spannende Partie. Was wir uns jetzt anschauen wollen, ist die Lösung zu dem harten Brocken. Es geschah am helllichten Tage von Christoph Bohr, das Rätsel der vorletzten Woche. Und ja, es kommt wie so oft erstmal auf Samtpfötchen daher. Ganz unverdächtig, ganz normal. Eine Partie, die im Original im En Deux in der Zwei-Spieler-Variante gespielt wurde. Und da ist es ein ähnliches Setting, wie wir hier gleich auch haben. Nach dem ersten Stich klappen die Karten des einen Gegenspielers dann zumindest auf und man hat den Überblick über die Verteilung und dennoch ist das Spiel im Prinzip nur mit zwei Zauberzügen zu lösen. Also, erste Entscheidung im ersten Stich, Kreuz 8 und Kreuz 9. Wenn wir hier die 7 gelegt hätten, wäre gegen die vorliegende Verteilung ein Sieg mit 62 Augen möglich. Es ist aber sicher auch plausibel, aufgrund der Reizung hier erstmal das Ass rauszunehmen, auch wenn das natürlich ein unangenehmer Aufschlag ist und so ein bisschen zu schauen, was ist denn hier eigentlich los? Karte zeigt sich. Natürlich am echten Tisch hast du diese Information nicht. Am echten Tisch wird das hier ganz anders ablaufen. Da wird man jetzt einfach Trumpf spielen und dann mal gucken, was passiert. Vielleicht gewinnt man das Spiel trotzdem, weil die Gegner auch nicht optimal spielen. Aber hier im Rätselsetting geht die Karte auf und es sieht doch erstmal an sich gut aus. Es sind doch gute Nachrichten. Trumpf steht 3 zu 3 und vor allen Dingen Pik steht 2 zu 2 und die 10 auch noch vor uns. Das Einzige, was nicht ganz so glücklich steht, ist halt Kreuz. Das war nach der Eröffnung ja auch keine Überraschung und entsprechend steht auch Herz 4 zu 2. Ja, und ja, jetzt kann man so ein bisschen vor sich hinknobeln, so ein bisschen hinrechnen. Man kann mit ganz normalen Zügen hier starten, Trumpf raus oder. Und wird erfahrungsgemäß einfach nicht gewinnen können gegen optimale Züge. Es gibt hier tatsächlich nur eine Karte, die auf 61 führt und das ist die an sich. Tja, sage ich mal, intuitiv nach Bauchgefühl vielleicht die am wenigsten naheliegende Karte ist und zwar direkt mit der Schwäche hier wieder rausmarschieren. Auf keinen Fall Trumpf ziehen, damit macht man es den Gegnern zu leicht. Kreuz 7 ist der Weg. Wie das jetzt genau hinkommt, warum man dann am Ende ein Auge mehr hat, das liegt, denke ich, so ein bisschen an dem Herz Ass, dass man mit diesem Weg anpeilt, aber das sprengt hier so ein bisschen. Dieses Video, das könnt ihr euch in der Analyse ein bisschen genauer anschauen. So, wird natürlich mitgenommen. Mittelhand oder Hinterhand hier rechts nutzt die Chance, erst Pik 10 zu wimmeln und jetzt Pik Lusche abzuwerfen. Und auch jetzt kommt nochmal der spannende Moment. Da muss man auch erst nochmal drauf kommen, die Pik Lusche jetzt hier einfach auch nochmal mit abzuwerfen. Nach dem Motto: Hey, vier Augen ist zu wenig, ich komme sonst hinten raus zu kurz, ich verliere sonst vielleicht eher noch einen vollen. Ich trage die Pik Lusche mit ab. So. Jetzt haben die Gegner erkannt, Herz Ass können sie ohnehin nicht verteidigen, nur deswegen kommt sie auf den Tisch. Nehmen und auch jetzt kein Trumpf spielen, sondern über die Dörfer losmarschieren, über Pik. Und was uns hier am Ende den knappen Sieg beschert, ist, dass der Kreuzbube eben rechts von uns steht. Auch jetzt, Herz 10 war auch nicht zu verteidigen. Wir bieten noch einmal Pik an und sehen eben jetzt, die Gegner stehen auf 53 und können eben von uns nur noch die Trumpflusche bekommen. Und da senkt sich die Karte auf genau 59 für die Gegenpartei und unsere Mittelbauern machen hinten raus eine Bella Figura, genauso eine gute Figur wie die beiden gedrückten Damen. Damit kommen wir genau auf 61. Und ja, ich habe es ja auch geschrieben, das ist ja Wahnsinn. Mit offenen Karten wird es wohl einige Versuche brauchen. Mit verdeckten Karten ist dieser Weg quasi unspielbar. Erstaunlich, wie kompliziert Skat sein kann, gar nicht so einfach rauszuarbeiten. Warum genau das jetzt nun der Weg war, dafür bin ich, aus diesem Grund bin ich dankbar für dieses super starke Analyse-Tool, was einem da so ein bisschen den Weg leuchtet. Ja, und dann würde ich sagen, viel Spaß beim heutigen Rätsel, viel Spaß im sonnigen Wochenende, wenn ihr noch Interesse habt, Skat
am Skat. Es ist Bundesligaspieltag, beziehungsweise es ist allgemein Spieltagswochenende im Deutschen Skatverband. Schaut im Zweifel mal auf Skatguru nach, was sich da tut an Ergebnissen. Und ja, damit wünsche ich euch ein fantastisches Wochenende. Und wie immer, gut Blatt.